Hallo ihr Lieben, vielleicht kann mir einer von euch ein bisschen zum Thema erklären, und zwar Klettersport, wie man jetzt gerade so sieht da auf dem Bild. Ist ja hier eine lange Tradition, wird immer gerne durchgeführt, heute halt besonders viele. Ich weiß nicht, warum heute so viele Menschen unterwegs sind, so viele Menschen. Jedenfalls. Was mich so ein bisschen wundert an diesem Hobby, man zerstört doch eigentlich das, worauf man angewiesen ist. Also die Felsen von hier, von der Seite, wo wir hinschauen, sehen sie noch relativ gut aus. Ihr müsst euch mal die andere Seite jeweils anschauen, wenn ihr hier seid. Insbesondere von ihm hier. Wenn ich den Namen rausfinde, dann pappe ich das noch rein. Und von ihm check hier. Sieht nicht mehr ganz natürlich aus von der anderen Seite. Völlig kaputt. Und was ich mich dann halt frage ist, irgendwann muss das ja so kaputt sein, dass man da vielleicht nicht mehr dran rumklettern kann oder das zu gefährlich ist. Was macht man dann? Dann werden die nächsten Felsen freigegeben und sehen dann genauso aus irgendwann. Also, zielführend ist das irgendwie nicht, oder? Na gut, eigentlich sind wir heute hier für Wildlife. Ich werde das, glaube ich, hier auch als kleines Extra-Video mal reinstellen. Vielleicht fällt euch ja ein bisschen irgendwas dazu ein, was ich jetzt vergessen habe an dieser ganzen Geschichte. Aber im Vergleich zu dem Hobby, was wir oder ich gerade betreibe mit der Fotografie, die ist irgendwie weniger destruktiv. Wir suchen uns als Fotograf ein paar Wege, versuchen leise zu sein, nicht so rumzubrüllen wie die da hinten überall. Und dokumentieren. Falls ihr dazu Gedanken habt, ruhig gerne in die Kommentare. Ich werde das hier als extra Video mal reinpappen.